Freunde, willkommen zu einem weiteren Video auf diesem Kanal. Ich bin's der Alex. Es freut mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt und dabei seid. eBay ist ja dafür bekannt, dass man da alle Produkte und Artikel verkaufen kann, die es so gibt. Jedoch muss man auch hier vorsichtig sein, denn es gibt Produkte, die rechtlich geschützt sind, worauf Patente gemeldet sind und dementsprechend auch die dürfen bei eBay nicht verkauft werden. Welche Artikel das sind und was dir droht, wenn du dennoch diese Artikel verkaufst, erfährst du in diesem Video. Ich wünsche dir viel Spaß bei diesem Video und freue mich, wenn du bis zum Schluss dabei bleibst. Ja, Freunde, wie angesprochen, gehen wir heute auf die Liste der Markennamen ein, die rechtlich geschützt sind vom Inhaber und dementsprechend sollten sie bei eBay nicht verkauft werden, auch wenn sie frei einzustellen sind. Welche das sind, findest du auch unten in der Beschreibung. Ich werde sie dir gleich zeigen, sowie alles weitere, was ich hier zeige, findest du auch als Information unten in der Beschreibung. Falls du neu auf diesem Kanal bist und dich interessieren solche Themen wie das Verkaufen auf Marktplätzen wie Amazon und eBay sowie auch Reselling-Artikel, dann abonniere doch gerne diesen Kanal, drück auf die Glocke, so bleibst du immer auf dem aktuellen Stand. Gib dem Video auch jetzt schon mal einen Daumen hoch, das motiviert mich, viele weitere Videos für euch zu machen und lässt uns als Community wachsen, um uns gegenseitig zu unterstützen. Ich bin hier auf ebay.com und zwar auf dieser Seite, die quasi dieses Programm darstellt von eBay und zwar verifiziertes Markenrechtinhaberprogramm, wo man sich auch als Markeninhaber registrieren kann und eBay darauf hinweisen soll und kann dementsprechend, dass diese Artikel nicht eingestellt werden dürfen von anderen Händlern. Wir gucken uns das Ganze einmal an. Also, der ein oder andere hat sicherlich schon mal eine Information bei eBay bekommen. Er hat ein Produkt gekauft und möchte das resellen und hat das online gestellt. Und dann kam nach zwei, vielleicht drei Tagen eine Information, ihr Produkt, ihr Angebot wurde von eBay entfernt. Dann kommen da teilweise irgendwelche Informationen dazu, warum genau das Ganze entfernt wurde und so weiter. Und auch hier wird darüber berichtet, was ist passiert, wenn dein Listing, dein Angebot gelöscht wird von eBay. Hier kannst du beispielsweise, dann gibt es auch Gründe, die genannt werden, warum das Ganze gelöscht wird. Und du kannst den Markeninhaber per Mail persönlich kontaktieren. Da wird teilweise dann der Kontakt auch hinterlegt. Und da kannst du natürlich nachfragen, warum der Artikel gelöscht wurde. Aber in der Regel ist es so, dass dieser dann im Grunde genommen rechtlich geschützt ist und nur von dem Markeninhaber bzw. von autorisierten Händlern verkauft werden darf. Und da empfehle ich auf jeden Fall keinem Händler, den Artikel einfach nochmal online zu stellen. Ne? Denn auch von eBay kommt die Information, falls das Ganze sich wiederholt und öfters solche Markenrechtsverletzungen stattfinden von eBay bzw. von dem Händler, dann wird euer Konto teilweise sogar gesperrt und gelöscht. In der Regel ist es so, dass eBay das Produkt bzw. das Angebot einfach entfernt und dann droht auch nichts weiter. Ja? In Einzelfällen kann es aber dazu kommen, dass der Markeninhaber darüber informiert wird, weil er dieses Angebot selbst gemeldet hat. Und dann kann es natürlich auch sein, dass auch Abmahnungen drohen. Und wie diese ausfallen, kann natürlich unterschiedlich sein. Und eine Markenrechtsverletzung kann natürlich auch schwer geahndet werden und kann bis in sechsstellige Summen als Strafe gehen. Deshalb seid da wirklich vorsichtig und schaut euch das auf jeden Fall an, bevor ihr das online stellt, das Produkt. Hier haben wir nochmal eine Information, dass ihr selbst als Markeninhaber euch hier registrieren könnt und eBay die Information geben könnte, dass ihr eine Marke schützen möchtet bei eBay, die kein anderer Händler verkaufen darf, der nicht autorisiert dafür ist. So, und hier im letzten Reiter kommen wir natürlich zu der Liste von den Produkten, die bei eBay tatsächlich markenrechtlich geschützt sind und nicht eingestellt werden sollten. Und ihr seht es hier, die Liste ist ewig lang. Deshalb schaut euch am besten auf jeden Fall diese Liste an, guckt, ob eure Artikel dabei sind, die ihr teilweise verkauft. Solltet ihr diese verkaufen und euer Angebot wurde noch nicht gelöscht, dann natürlich habt ihr noch Glück gehabt, aber in der Regel ist es so, falls ihr eins dieser Produkte bzw. eins dieser Marken verkauft, dann würde ich mir echt überlegen, diese einfach zu entfernen und vielleicht irgendwie anderweitig zu verkaufen, damit ihr einfach keinen Ärger habt mit diesem Produkt.
So, und wie gesagt, ich werde euch diese Liste unten in der Beschreibung hinterlegen. Schaut euch das Ganze an. Es ist tatsächlich sehr viele Marken sind auf eBay geschützt. Dementsprechend sollte man sich hier so vorsichtig sein. Falls du schon mal so eine Erfahrung gehabt hast, dass bei dir eBay dein Produkt, dein Angebot gelöscht hat als Anzeige, dann würde ich mich freuen, wie du damit umgegangen bist. Schreib mir dazu gerne unten einen Kommentar. Das würde mich, wie gesagt, freuen, deine Erfahrung dazu zu hören. Ansonsten war es das zu diesem Video. Falls ihr Fragen habt, könnt ihr auch natürlich gerne die Kommentarfunktion nutzen. Ich gehe da so schnell wie möglich drauf ein und helfe euch in der Regel. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Falls noch nicht geschehen, abonniere gerne diesen Kanal, drück die Glocke, so bleibst du immer auf dem aktuellen Stand. Und sonst freue ich mich natürlich, wenn dir das Video gefallen hat und du mir dazu einen Daumen hoch gibst für das Video. Das motiviert mich, viele weitere Videos für dich und für euch zu machen. Ich freue mich, wenn du beim nächsten Video dabei bist. Weiterhin viel Erfolg beim Verkaufen und alles Gute. Ciao.